Ja, hallo Freunde. Heute geht es darum, unser Zimmergewächshaus mit den ersten Pflanzen bzw. den ersten Samen zu bestücken. Ich habe dafür von den Chilis, die wir letztes Jahr geerntet haben, Samen abgenommen. Ich will mal gucken, ob die Kamera das so einfangen kann. Ja, seht ihr das? Und da versuchen wir jetzt eigene Chili-Pflanzen zu ziehen. Das geht in einem Zimmergewächshaus ganz einfach. Vor einiger Zeit bin ich drauf gekommen, dass es von Vorteil ist, wenn man also eine konstante Temperatur hat. Und das kriegt man auch in den Wintermonaten ganz einfach hin, wenn man eine Terrarienheizung oder Aquarium, eine Terrarienheizung, eine Heizmatte nimmt und diese Heizmatte gleich in das Zimmergewächshaus mit einbringt. Diese Heizmatten gibt es auch als Heizdrähte, die sind auf jeden Fall wasserfest und auch gut dazu geeignet, eine konstante Temperatur zu erreichen. Darauf kommt jetzt einfach Aussaaterde. Die muss ein bisschen angedrückt werden, da kann man, wenn man sich die Hände schmutzig machen möchte, die Hände für nehmen. Man kann natürlich auch zum Beispiel eine Maurerkelle nehmen oder irgendwas man gerade hat. Wichtig auf jeden Fall, nehmt Aussaaterde, die hat die richtigen Nährstoffanteile, das passt optimal. Und jetzt verteile ich den Samen da drauf. Das muss auch nicht so ganz genau sein. Wir nehmen nachher sowieso die stärksten Pflanzen und der Samen wird ein bisschen angedrückt und gleichzeitig bei der Gelegenheit mit ein wenig Erde abgedeckt. Ganz, ganz wichtig, der Samen muss gut angedrückt sein, damit er einen guten Bodenschluss hat. So, das soll reichen. Und jetzt muss das Ganze gut gewässert werden. Ich nehme dazu hier so einen Blumensprenger mit einem ganz feinen Sprühstahl. Wird das Ganze vorsichtig gewässert. Dann kommt der Deckel drauf und auf dem Deckel sind so Lüftungsschieber. Die kommen jetzt erstmal zu. Da reicht es vollkommen aus, wenn man also in Abstand von ein paar Tagen den Deckel aufmacht und den Deckel wieder zumacht. Das reicht, bis die Pflanzen sich zeigen, bis die ersten Blätter da sind, vollkommen aus. Ja, und wie es dann weitergeht, auch mit dem Pikieren und Umtopfen, das zeige ich euch in dem nächsten Video zum Thema Pflanzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn euch das bisher soweit gefallen hat. Hinterlasst ruhig einen Kommentar
und vielleicht sehen wir uns bei einem der nächsten Videos ja schon bald wieder.